Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ich habe hier ein paar kleine Sachen hinzugefügt. So, wollte ich euch mal zeigen, hier in der Galerie. Wenn das jetzt mal auch laden würde. Ja, habe ich uns ein paar neue geile Bilder hinzugefügt, die wir dann auch aufhängen können. Und ja. Dann mal schauen, wie das dann auch am Ende aussehen wird. Wenn wir jetzt hier wahrscheinlich auf den Shop gehen. Wo waren das? Dekorationen. Gemälde. Müssen wir mal schauen. Bilder. Ob ich hier eigene hinzufügen kann. Jetzt. Irgendwie. Oder wie das dann halt gemacht wird. Würde ich gerne jetzt herausfinden wollen. Rahmen. Weiß ich nicht. Oder muss ich das hier auf Galerie gehen und dann komm, ich würde sagen, wir nehmen mal. Komm, wir nehmen mal das Bild. Gemälde, Aufkleber, Rahmen. Gemälde, Aufkleber. Komm, wir nehmen Aufkleber. Dann schauen wir mal. Oh, ist ein bisschen klein. Ja, jetzt lädt's wieder. Das hier. So. Komm, das Bild nehmen wir auf jeden Fall. Und hängen das dann. Oder nicht? Oder warte, können wir vielleicht das dann irgendwie anders machen? Und es lädt wieder. So, da haben wir das Bild. Das will ich gerne haben, Gemälde. So. Füllen, rein oder Standard. Ah, nice. Ja, machen wir hier. Dann machen wir hier ein paar kleine neue Dekorationen hinzu und er lädt wieder. So, dann würde ich auch sagen, machen wir das hier auch noch. Dann machen wir ein kleines bisschen größer. Suchen wir uns eine andere Stelle dafür. Würde ich sagen, hier hin. Sieht nice aus, finde ich. Oder was auch passend wäre. Oh, das wäre auch auf jeden Fall geil. Das nehmen wir als Aufkleber. Dann machen wir hier 1,10 Meter. Nee, das machen wir mal woanders hin. Oder machen wir ein bisschen kleiner. Ja, jetzt muss das erstmal laden. Dann machen wir hier 80. Ja, die Größe sieht eher passender aus. Ja, genau.
Okay, es scheint doch ein bisschen groß. Na, Rex? Ah, okay, hier wird's passen. Suchen wir uns mal ein neues Bild hier. Und es ruckelt wieder so schön. Hier die Avengers nehmen wir auch noch. So, füllen, Variante hängend. So, füllen Standard. Dann machen wir hier 60 cm. Und das hängen wir dann. Ist auch nicht wirklich möglich, irgendwo gut hinzuhängen. Ja komm, hängen wir da hin. Und es lädt wieder. Und dann will ich komm, Cyberpunk nehmen wir auch noch mit hinzu. Da machen wir aber so ein kleines Bild draus. Oder warte mal, können wir da vielleicht auch einen Rahmen hinzufügen? Und es lädt wieder Jahrtausende. Wo war das? Das hier. Mit Rahmen. Hängend. So. Benutzen. Was heißt benutzen da in dem Fall? Und es lädt. Ah, okay. Ah, okay, ich kann es verändern. Dann würde ich sagen, wir lassen das so. Was heißt das? Lassen wir das mal. Dann lassen wir das. Na, Rex? Ja, Rexy. Ich hab dich lieb. So, hier hat er noch sein Wasser. Hat er hier noch alles voll? Hier hat er schon alles leer gemacht. Komm, wenigstens fülle ich hier jetzt nochmal Nahrung nach. Damit der Kleine auch schön weiter wächst, nicht hungern muss. Und hier machen wir zu. Und dann gehen wir oben ins Arbeitszimmer, ins Büro. Ah, hier könnte ich auch noch was hinhängen. So, und jetzt lädt's wieder. was würde hier gut passen? Ich finde das hier. Das hier würde ich gerne nehmen, mit Rahmen, hängend. Machen wir 80. Ja. Packen wir da hin. Und noch eins können wir auf jeden Fall nehmen. Komm, wir nehmen den hier. Auf mit Rahmen, hängend. Hier nehmen wir 60. Komm, 60, da. Das hängen wir hier hin. Und eins noch. Welchen sehr stark? Oh, der hier. Den wir auf jeden Fall. Aber als Aufkleber. Ah, nee, ein bisschen größer. Und es lädt bei den Bildern. Unglaublich. Da haben wir das nochmal. Aufkleber.
Dann nehmen wir 45. So. Sieht meiner Meinung nach gut aus. Und dann würde ich sagen, wir machen mal hier mit den E-Mails hier weiter. Komm, wir nehmen kleiner Rasenpool. Hallihallo. Ein bisschen war ich von zu Hause weg, da ist das eben passiert. Alles zugewachsen. Zum Mähen habe ich keine Zeit, besonders deswegen, weil mein Grundstück ziemlich groß ist. Von daher würde ich diese Aufgabe gerne jemand anderen übertragen. Außerdem hätte ich gerne einen ordentlichen Pool im Garten. Bitte legen Sie ihn in der Nähe der Terrasse an. Danke, Xavier Wolski. Akzeptieren wir und legen los. Einige der in den Aufträgen erhaltenen Lampen erfordern den Austausch der Glühlampen. Okay. Oh. Drücken Rasenmäher zu verwenden. Nice. Neues Tool verfügbar. Du kannst jetzt den Mäher benutzen. Wähle ihn aus dem Menü Extras aus und drücke E, um ihn zu verwenden. Nice. So. Ah, zum Gras schneiden. Ja, nice. Okay, mit der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen vertraut machen. Ist nicht gerade einfach, aber... Aber ist schon mega nice. Zum Rasenmäher. Ist besser als der Trimmer, den wir hatten. Richtig nice. Jetzt bleib ich da hängen. Toll. Nein, da. Nein. Da mach ich dann erstmal so. Das ist ja richtig geil. Mal ein vernünftiger Rasenmäher. Habe ich hier aus Versehen mitgemäht? Ich hoffe nicht. So, dann gehen wir mal dahin und machen den großen Bereich da hinten weg. Finde ich viel, viel nicer, so ein Rasenmäher. Als der kleine Trimmer, den wir vorher hatten. Und dann mal schauen, wo wir den Pool gleich für den netten Herrn reinpacken. So. Und das letzte bisschen da vorne noch an der Seite. Mähe den Rasen, 53% haben wir schon erreicht. Muss ich vorsichtig sein? Ich will jetzt nicht das andere Zeug da von ihm auch noch kaputt haben. Und dann hier noch. Muss ich irgendwie. Okay. Hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es wollte, aber. Und hier kann ich nicht drehen.
Nicht zu weit. Boah. Was wäre ich ins Beta reingegangen? Ist irgendwo noch was? Da ist noch ein bisschen was. Ist es weg? Nee. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal so. Aber die Steuerung ist nicht gerade einfach. Mit dem Meer. Und jetzt einmal rückwärts. Miep, miep. So. Aber gleich haben wir es immerhin. Jetzt einmal hier ganz vorsichtig. Boah, ist übelst anstrengend. So, gleich haben wir's. Ah, Garten ist an sich eigentlich soweit fertig, sagt er. Okay. Aber ich will das hier definitiv auch noch durchhaben. So, Garten ist durch. Boah. Was machen wir? Dann Gegenstand kaufen, Holzliegestuhl zweimal und Vergrabe und Fülle Hinterhof mit Poolmuline. Ich würde sagen, wir machen zuerst das hier. In einem schönen Dunkelblau. Obwohl in der Farbe wird es eher zum Haus passen. Dann will ich den eher hier hinpacken. So. Ah, jetzt gräbt er erst. So, dann nehme ich mir jetzt eben noch ein Schluck kühles Wasser. Hallo? Das Loch ist vollständig. Ach so! Ist schon vollständig. Das reicht schon. Ja. Okay, wenn das reicht, wenn das passt, dann lassen wir das. Dann kann ich jetzt eben einen Schluck trinken. Okay, war gelogen, waren mehr als ein paar Schlücke. So, dann würde ich sagen, die beiden Liegestühle nehmen wir noch. Da würde ich dunkle Kirsche nehmen. Machen wir so und so. Dann haben wir's. Und beenden. Ja, sieht doch richtig nice aus, finde ich. Oder wie seht ihr das? Ja, ich glaube, das Spiel lädt ein bisschen mehr, ein bisschen länger, seitdem ich ein paar Einstellungen geändert habe. Will ich trotzdem aber jetzt schon mal wieder hier drauf gehen. Spielplatz und Barbecue. Mein Töchterlein wächst wie verrückt und interessiert sich für die ganze Welt.
Ich würde gerne für Sie im Garten eine Spielecke vorbereiten. Eine Schaukel, eine Sandkiste und eine Wippe wären prima. Wenn du dich schon an den Garten machst, könntest du vielleicht gleich für mich die Sträucher fertig setzen, von denen meine Frau so eine Masse in der Gärtnerei gekauft hat. Es soll eben schön aussehen. Die Terrasse haben wir schon vergrößert, aber sie ist noch ganz leer. Eine Pergola wäre da schön. Ein Grill und ein Tisch für die ganze Familie, damit auch die Großeltern sich setzen können, wenn sie mal zu Besuch kommen. Und das Wichtigste, könntest du die ganzen Brennnesseln entfernen, an denen kann sich ja mein Kind verletzen. Klar, da kümmern wir uns auch sofort drum. Im Hauptmenü hast du die Möglichkeit, ein aktuelles Spielerprofil zu ändern. Mit jedem Profil kannst du separat spielen. Ach so. Okay. So. Jetzt haben wir hier einen Benzinrasen mehr und einen Trimmer. Nice. So, aber wir entfernen zuerst hier die ganzen Sträucher. So, hier haben wir fertig, dann die Dinger noch. So, und hier. Nice, wir haben wieder einen neuen Fertigkeitspunkt. Dann komm, wir nehmen das. Und hier haben wir auch noch was. Ja, komm, wir nehmen das. Wir haben hier nicht mehr viel. Das hier brauchen wir zweimal. Hier noch einmal. Hier noch genug. Hier noch genug. Das haben wir durch. Das haben wir durch. Da haben wir noch zweimal. Ist ja dann zum Glück nicht mehr so viel. Ja, ich nehme aber für hier vorsichtshalber erstmal nochmal den hier. Weil die Steuerung mit dem Rasenmäher ist mir ein bisschen zu. Wie soll ich sagen? Also. Nicht so ganz gut. Ah! Die Dinger kann ich auch so entfernen. Geil. Unkraut verschwindet so auch. Das ist gut. Nice. Einmal hier alles wegmachen. Ach, hier ist noch was. Die verschwinden jetzt auch langsam und dann. Alles zum Kraut weg. Und hier das bisschen noch. So, gibt es da hinten auch noch was? Bestimmt. Ja, hier. Die müssen wir so machen wieder. So. Ah, nice. Haben wir alle durch. Setze Pflanze ein. So, das Ding müssen wir auch noch. Und top.
Oh, muss nur gießen und dann müsste das hier jetzt die letzte sein. So. Dann muss ich hier noch Moco Pergola. Wo setze ich die hin? Am besten hier hin. Komm, setze ich da hin. Ach, noch eine. Ach, hier muss ich die hinsetzen. Ne, doch nicht. Muss die hier hinsetzen. Ja, zwei Stück muss ich machen. Dann mache ich die hier hin. Ja. Dann liege Ellipse. Was? Die lasse ich aber so wie die ist. Komm, die kann dann hier hin. Tischgrazina. Habe ich darin. Dann hier sechs davon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier ist die sechs. Und Grillbengel. Den setze ich dann davon. Perfekt, der Bereich ist fertig. Dann hier vorne Hahn Frühling Wippe. Ah, Kinderschaufel aus Holz. Ja, komm. Den setzen wir hier neben dem Baum. Ah, das war's. Nice. Dann hier diese Wippe. Packen wir mal hier hin. Ich dachte schon, ich kann selber damit sitzen, damit reiten hier. Das wäre so geil gewesen. Sandkasten packen wir mal hier hin. Ja. Und kleiner Kirschbaum. Und den packen wir mal. Den pflanzen wir daran an. Ja. So, und da hinten müsste noch was sein. Oder? Oder habe ich alles? Habe ich hier alles? Ne, hier, der hier. Tisch, Sami und... Ja, hier Tisch, Sami. Und... Sofa, Sami. Ja, würde ich sagen... So. Und so, dann kann der hier dahin und dann wären wir hier fertig. Kann ich rein? Ja, aber reingucken kann ich, aber ins Gebäude nicht. Schade, das finde ich jetzt schade, aber egal, wir beenden den Auftrag jetzt. Ich brauche Platz für meine Bücher. Verwende eine Schaufel, um alle Maulwurfshügel zu entfernen. Aber passe auf, der böswillige Maulwurf erstellt neue Maulwurfshügel, wenn du ihn nicht findest. Viel Glück! Oh, jetzt ist bei mir ein Maulwurf irgendwo. Da bin ich jetzt gespannt, wo ist der denn?
Ach nee. Was mache ich jetzt damit? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, ich habe gar keine Ahnung. Aber vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich habe da so kleine Veränderungen in den Einstellungen gemacht, aber anscheinend läuft es ja immer noch nicht so flüssig, wie ich das gerne hätte. Deswegen werde ich jetzt noch mal ein bisschen dran arbeiten und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und ciao.